Wir kommen jetzt zu dem zweiten dezidiert liberalen Programmpunkt des heutigen Vormittags. Nach dieser sehr schönen morgendlichen Übung von Boris Eichler mit diesem Beispiel. Es kommt aber nicht nur auf die richtigen Medien an, es kommt auch auf die richtigen Botschaften an. Und deswegen ist mir dieser Programmpunkt jetzt auch sehr wichtig. Wenn Sie sich das angucken, wir sind der Markt, dahinter steckt dann auch verklausuliert die Botschaft, der Markt entscheidet nicht. Wir lassen uns auch als Liberale vielfach auf Diskussionen ein, wo einfach Staat und Markt sehr holzschnittartig gegenübergestellt werden. Nach dem Motto, weniger Staat, mehr Staat, brauchen wir mehr Markt. Das sind ja diese einfachen Muster, wenn Sie an die Europadiskussion denken. Wir brauchen mehr Europa. Ich frage mich als naiver Zeitgenosse dann immer, was meint Frau Merkel damit? Brauchen wir noch mehr Institutionen, noch mehr Parteieneinfluss, noch mehr Verteilungsmechanismen? Was ist das eigentlich? Aber auf diesem Niveau läuft das ja vielfach ab und deswegen sind solche Veranstaltungen wie diese hier an diesem Wochenende auch ein Stück Gegenöffentlichkeit. Wir wollen die Dinge einfach mal geistig durchdringen. Und deswegen freue ich mich, dass mein Kollege und Freund Sascha Tamm zu uns gekommen ist. Er ist einer der Denker im Liberalen Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung, das es etwa 20 Jahre gibt. Und das war auch überfällig, dass so etwas Anfang der 90er Jahre eingerichtet wurde. Denn wir hatten bis dahin, ich sage das mal, durchaus hier und da ein etwas unverbindliches Liberalismusverständnis. Das hat sich geändert. Ich habe das ja am Freitagabend schon gesagt, dass klassisch liberale Positionen dann auch stärker Eingang gefunden haben in die Publikationen, auch in die Auftritte. Und er ist nicht nur im Liberalen Institut für philosophische Fragen zuständig, auch Gerechtigkeitsdiskurse. Er ist auch der Kampagnenmanager dieser schönen Ausstellung, Initiative. Eine Ausstellung ist es auch, weil es eben diese wunderbaren Roll-Ups sind, die uns umgeben. Aber es ist vor allen Dingen die Initiative, die er als Kampagnenmanager betreut. Also herzlich willkommen, Sascha, und dann klär uns doch mal auf. Wir sind der Markt. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. So. Wir sind der Markt. Es mag verwundern, dass eine Verteidigung des Individualismus, so ja der Untertitel, im Titel das Wort Wir enthält. Deshalb werde ich erstmal mit zwei Begriffsbestimmungen beginnen. Und zwar damit zu sagen, was ich mit wir meine, das ist eine etwas spezielle Bestimmung von wir, eine nicht kollektivistische Bestimmung von wir, und dann darauf eingehen, was ich mit Individualismus meine und warum Individualismus wichtig ist, bevor ich zu dem Thema komme, was hat das eigentlich alles mit dem Markt zu tun und was ist der Markt? Ist das irgendetwas, was wir fassen können? Und wie kann dieser Begriff, der Begriff Markt, in Verbund mit dem Begriff Marktwirtschaft, verwendet werden in einem freiheitlichen Sinn? Und wie vermeiden wir dabei nicht, in die Diskussionsfallen zu geraten, die Klaus Fissmann gerade schon angedeutet hat? Nämlich in die Gegenüberstellung, das eine soll der Staat entscheiden, das andere soll der Markt entscheiden und uns dann sagen lassen zu müssen, ja, der Markt, das ist kalt, das ist unpersönlich und so weiter. Wir sind da nur Rädchen, während der Staat, das ist natürlich dann auch so einen kritischen Unterton, aber doch eher etwas ist, auf das wir noch Einfluss haben, das sozusagen im Interesse aller handelt. So, ich beginne mit dem Wir. Eine der großen Dystopien des 20. Jahrhunderts nannte sich ja Wir, in den 20er Jahren entstanden. Ich meine natürlich ein anderes Wir. Ich meine in dem Titel dieses Vortrages, dass wir, das aus allen einzelnen Individuen besteht. Jeder von uns ist erstmal er selbst, ist aber nicht denkbar ohne seine Relation, ohne seine Beziehung zu anderen. Wir leben nicht allein auf dieser Welt. Übrigens, wenn wir allein leben würden, wenn es nur mich gäbe auf einer Insel oder nur einen von Ihnen gäbe auf einer Insel, hätte auch der Begriff der Freiheit überhaupt keinen Sinn. Man wüsste gar nicht, was man damit meint, mit dem Begriff der Freiheit. Gewöhnlich würden wir auch, oder würde derjenige oder diejenige, die einzeln auf einer Insel lebt, in ziemlicher Armut leben,
sieht man bei Robinson Crusoe und bei anderen. Ohne Beziehungen zu anderen, Beziehungen können unterschiedlich geartet sein, darauf komme ich noch, ohne Beziehungen zu anderen können wir nicht leben, wollen wir auch nicht leben. Mit vielleicht ganz geringen, extremen Ausnahmen. Aber auch Eremiten und Menschen, die so leben, leben letztlich nicht ohne Beziehungen zu anderen. Wenn man sich das überlegt, kommt man darauf. Erstens kommen sie aus Beziehungen zu anderen, zweitens leben sie in einer Welt, die auch von anderen mitgestaltet wurde. So viel zum Wir. Das Wir ist die Gesamtheit der Einzelnen. Jetzt zum Individualismus. Es folgt direkt daraus. Es gibt kein, aus liberaler Sicht, aus freiheitlicher Sicht, kein Kollektiv, keine Gruppe von Menschen, keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft, erst recht kein Staat, das mehr Rechte hätte als die Einzelnen, das andere Rechte hätte als die Einzelnen. Menschen können nur möglicherweise für eine bestimmte Zeit gewisse Rechte freiwillig delegieren. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir reden oft von Minderheitenrechten in der Politik. Ich habe mal vor ganz langer Zeit einen Text geschrieben, der heißt, brauchen Minderheiten Rechte? Und die Antwort ist nein, weil sie keine Rechte haben, die über die Rechte der Individuen hinausgehen, die zu diesen Minderheiten gehören oder sich zu ihnen gehörig fühlen. Es ist ein individuelles Recht, die Sprache zu sprechen, die ich sprechen möchte, die Religion auszuüben, die ich ausüben möchte oder auch keine Religion auszuüben, mich zu einer Kultur zu bekennen. Das ist ein individuelles Recht. Es ist, daraus kann man dann ableiten, eine Minderheit hat gewisse Gruppenrechte, zum Beispiel Schulen einzurichten oder Ähnliches. Ja? Wir kennen alle diese Fälle aus der aktuellen Politik. Aber diese Gruppe hat erstens keine Rechte über ihre eigenen Mitglieder und keine speziellen Rechte, die über die Rechte hinausgehen, die jedes einzelne Mitglied hat. Jeder Mensch hat selbstverständlich aus einer liberalen Perspektive das Recht, sich zu bekennen zu Religionen, Sprachen zu sprechen, Kulturen auszuüben und Ähnliches. Und das ist der Kern. Nicht, dass irgendwie eine Gruppe ein Recht hat. Das ist der normative Individualismus. Kommen wir noch zum methodologischen Individualismus. Auch als Gegenstand der Analyse ist aus freiheitlicher Sicht notwendig, das Individuum, den einzelnen Menschen, als Gegenstand der Analyse, als Gegenstand der Beschreibung vor alles andere zu setzen. Man kann darüber streiten, ob das, was Margaret Thatcher mal gesagt hat, es gibt nicht so etwas wie eine Gesellschaft. Man das unbedingt teilen muss. Vielleicht kann man auch aus liberaler Perspektive einen sinnvollen Gesellschaftsbegriff formulieren. Aber es wird gefährlich, unsinnig und vor allem illiberal, wenn wir die Gesellschaft über den Menschen stellen, wenn wir den Menschen zuerst als Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft als etwas, was für alle Menschen sprechen kann, ob sie zustimmen oder nicht, betrachten, dann wird es gefährlich und illiberal. Wir können die Gesellschaft oder gesellschaftliche Meinung möglicherweise benutzen, diese Begriffe, um etwas zu beschreiben und daraus gewisse Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber es ist kein Aggregat, das irgendwie in der Beschreibung über den Menschen steht. Es ist nur etwas Ergänzendes. Das war eine ganz prosorische Bemerkung zum Individualismus, kann man sehr viel mehr sagen, das trotzdem zum Individualismus. Der Individualismus, der methodologische und der normative, sind beide aus meiner Sicht notwendige und unverzichtbare Grundlagen jedes freiheitlichen Denkens. Menschen, die Gruppen als Subjekte über Einzelne setzen, sind nicht liberal. Derartiges Denken führt zu Einflussnahmen, führt zu Machtausübung über Einzelne, die mit der individuellen Freiheit nicht vereinbar sind. Jetzt komme ich zum Markt. Wir hören immer wieder, man dürfe nicht alles dem Markt überlassen. Das hört man ganz oft in Deutschland, überall. Gerade seit der Finanzkrise, seit 2009, darf nicht alles dem Markt überlassen werden. Muss der Staat eingreifen, muss reguliert werden. Immerhin übrigens
viele dieser Menschen, das ist aus meiner Sicht schon ein Fortschritt der liberalen Idee, viele der Menschen, die sagen, man darf nicht alles dem Markt überlassen, anerkennen zumindest, dass man einiges dem Markt überlassen darf. Trotzdem benutzen sie aber auch das Wort Markt falsch. Und leider, und das ist bedrohlich für die Position des Liberalismus und der Freiheit, verwenden auch viele Anhänger der Marktwirtschaft, viele Anhänger der Freiheit diesen Begriff und sagen, nein, falsch, wir müssen entstaatlichen, viele Dinge muss der Markt entscheiden. Das ist wiederum, wenn man sich versteht untereinander, vielleicht eine zulässige Sprechweise. Ich glaube, dass Liberale untereinander durchaus so reden können und ein gemeinsames Verständnis teilen. Wenn sie aber damit in die öffentliche Debatte gehen, verlieren sie von vornherein Punkte. Und das kennen wir alle, wenn vom Markt geredet wird in der öffentlichen Debatte, das ist irgendwie so ein kaltes Entscheidungsgremium, dem die Menschen ausgeliefert sind. Da entstehen Marktpreise, man weiß nicht so richtig, warum oder wie. Da sind Menschen nur so kleine Rädchen. Der Staat dagegen, bei aller Kritik, die wir daran haben, den können wir beeinflussen und er dient ja doch irgendwie dem Gemeinwohl. Während sich am Markt Profitgier, Eigennutz ausleben. Und deshalb ist die Sichtweise Markt und Staat einfach gegenüberzustellen, vor allem für die Verteidiger des Marktes schlecht. Die Verteidiger des Staates machen hier Punkte. Und ich werde im Folgenden versuchen zu argumentieren, dass die Verteidiger des Marktes, wenn sie das, was sie denken, richtig ausdrücken würden, eigentlich Verteidiger der Freiheit sind. Weil der Markt der Raum ist, in dem Menschen frei miteinander interagieren. Der Markt ist auch nicht etwas, was ohne die Menschen da wäre. Der Staat übrigens auch nicht. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich versuche mal eine kurze naturwissenschaftliche Analogie. Der Markt ist so etwas wie der Raum in der speziellen und in der allgemeinen Relativitätstheorie. Dort existiert der Raum nicht ohne Körper, nicht ohne etwas in sich. Vor Einstein, vor der speziellen Relativitätstheorie, gab es diese Äthervorstellung, dass der Raum etwas Absolutes sei. Danach stellte sich dann heraus und wurde wissenschaftlich beschrieben, dass Raum und Zeit nur in Abhängigkeit von Körpern, von Materie existieren, die in ihnen sich bewegen, die überhaupt da sind. Nur dadurch bestimmen sie sich. So etwas Ähnliches ist der Markt. Ich entschuldige mich bei allen naturwissenschaftlich Gebildeten für diese Analogie, aber ich denke, sie ist nicht so schlecht. Der Markt existiert nicht, wenn da keiner ist. Wenn da kein Mensch ist. Wenn da Menschen nicht miteinander interagieren. Der Markt existiert nicht, wenn nicht Menschen sich gegenseitig etwas anbieten, etwas kaufen, etwas verleihen, Verträge treffen, Verträge miteinander schließen. Der Markt ist der Ort der freien Interaktion und vor allem der Ort der Vertragsfreiheit. Es gibt Regeln, unter denen die potenziellen Vertragsschließenden, unter denen die potenziellen Marktteilnehmer dort aufeinandertreffen. Wie diese Regeln gestaltet werden, kann ganz unterschiedlich sein. Sie können vom Staat auferlegt werden, diese Regeln, können durch Gesetze formuliert werden, von außen sozusagen. Wie diese Gesetze wiederum entstehen, ist je nach politischem System noch einmal unterschiedlich. Es gibt aber auch sehr viele Regelsysteme, auf die Menschen sich in Freiheit untereinander einigen, ohne dass sie einen mit Machtmonopol ausgestatteten Staat dazu brauchen. Zum Beispiel die ersten Börsenregeln der Welt entstanden durch freies Vertragsschließen, teilweise nicht mal durch freies Vertragsschließen einfach, sondern durch Einübung. Es gab die Praxis, was ein Börsenhändler darf und was er nicht darf, was ein Kaufmann darf und was er nicht darf, was jemand, der Kredit gibt, darf und was er nicht darf. Und die Sanktion war einfach die, wer dagegen verstoßen hat in massiver Weise, der durfte nicht mehr mitmachen. So ist das entstanden. Es sind viele Regeln des kaufmännischen Handels entstanden und nicht durch den Staat. Also der Markt ist dann gleichzeitig ein Raum,
auf dem durch freie Interaktion, durch freies Vertragsschließen, durch freies Einüben von Handlungen, freies Einüben von Regeln, immer wieder neue Regeln entstehen. Ganz im hayekischen Sinn. Er ist also in diesem Fall in ganz umfassenden Dingen ein Marktprozess. Im ganz umfassenden Sinn, Verzeihung, ein Lernprozess. Markt also als Ort der freien Interaktion oder als Raum, passt vielleicht besser als Ort. Als Raum, der immer wieder neu gestaltet wird. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Missverständnis, was beim Reden über den Markt immer wieder auftritt. Wir haben sehr oft die vereinfachende Sichtweise, dass Menschen auf den Markt kommen, in den Markt kommen, mit Präferenzen, sie wollen dieses und jenes kaufen, dann gibt es dort Anbieter und dann sucht man sich das Billigste oder das Passendste aus, was den Präferenzen am besten entspricht. Das ist sicher ein Teil der Marktprozesse. Wenn das aber nur so wäre, wenn das das Einzige wäre, was auf Märkten passiert und was in Märkten passiert, dann hätten die Staatswirtschaftler gar nicht so schlechte Argumente. Dann gäbe es immer noch Gründe für Markt, für Marktwirtschaft und für Freiheit, aber die Gründe wären nicht so stark, wie wenn man allgemeiner argumentiert. Wenn man argumentiert, auf Märkten bilden sich Präferenzen heraus und es entstehen immer wieder neue Möglichkeiten der Beziehung durch neue Produkte, durch neue Angebote, durch neue Formen der Arbeit, durch neue Formen der Dienstleistung. Und die freie Interaktion auf Märkten ist gleichzeitig zur Möglichkeit, eigene vorgegebene Präferenzen, inhärente Präferenzen zu befriedigen, auch der Ort, an dem sich unsere Präferenzen, an dem sich unser Denken, an dem sich unsere Werte herausbilden. Das mag etwas provokativ klingen, wenn man die heutige Sichtweise im Kopf hat, dass es immer heißt, ja, das ist irgendwie so was Amoralisches, der Markt. Am Markt, da ist nur der blanke Nutzen. Wenn wir moralisch handeln wollen, dann brauchen wir die Gesellschaft und den Staat. Es ist leider oder erfreulicherweise für die Anhänger der Freiheit umgekehrt. Gerade in der freien Interaktion können wir unseren Werten entsprechend leben und handeln. Märkte sind übrigens dann nicht nur Räume der Konkurrenz, sondern genauso und vielleicht in viel stärkerem Maße Orte der Kooperation. Jede Handlung auf Märkten setzt Kooperation voraus, setzt Anerkennung von Regeln, und zwar freiwillige Anerkennung von Regeln voraus. Setzt voraus, dass ich mit anderen Menschen freiwillig auch eine gewisse Vorstellung darüber, was ist ein gutes Geschäft und was ist ein schlechtes Geschäft, was ist eine gute Dienstleistung, teile. Noch eine kleine Abschweifung, wenn wir den Markt als Ort der Freiheit betrachten, als Ort der freien Interaktion, des freien Handelns, dann ist vielleicht eine Beobachtung interessant. Märkte, das benutze ich doch, aber nehmen Sie es nicht allzu ernst, etwas wie eine aktive Beschreibung des Marktes. Ich spreche jetzt doch einmal ganz kurz so, als ob Märkte etwas tun könnten. Ich werde das dann auch auflösen, aber Märkte suchen sich auch die Orte der Freiheit. Selbst in totalitären Regimes oder autoritären Regimes funktionieren Märkte, gibt es Orte freier Interaktion. Letztlich ist das nur die Sprechweise darüber, dass Menschen immer Chancen suchen, frei miteinander zum gegenseitigen Nutzen zu kooperieren und zu handeln. Etwas zu produzieren, was andere Menschen wollen. Ich nenne Ihnen ein kurzes Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich war die letzten Jahre, also ich bin heute genau ein Jahr wieder aus Russland wieder da. Vorher war ich 3,5 Jahre in Russland für die Stiftung. Und ich kenne so einigermaßen auch die Geschichte der Sowjetunion und viele, also vor allem die politische Geschichte kenne ich auch, aber die Alltagsgeschichte, sagen wir, der Sowjetunion und anderer sozialistischer Staaten, ist ein wunderbares Beispiel, wie Märkte oder Menschen, die frei miteinander interagieren wollen, Räume dafür finden.
wenn in der Sowjetunion alle Menschen die Gesetze komplett eingehalten hätten, die es dort gab, auch das Verbot privaten Eigentums, die massive Unterdrückung von privatem Handel, dann wäre es den Menschen in der Sowjetunion sehr viel schlechter gegangen, als es ihnen gegangen ist. Viele Teile oder viele Möglichkeiten, die die Menschen hatten, in Nordrussland mal eine Aprikose zu bekommen, ganz einfaches Beispiel, oder viele andere Dinge zu bekommen, hat es nur deshalb gegeben, weil Menschen den Freiheitsspielraum, den sie hatten, der nicht sehr groß war, natürlich für viele, aber sie hatten immerhin welchen, genutzt haben, um zum gegenseitigen Vorteil, natürlich haben die Leute auch Geld damit verdient, die in großen Beuteln, in Flugzeugen, die Aprikosen von, keine Ahnung, von Tbilisi nach Archangelsk geflogen haben. Aber es hat natürlich den anderen Menschen auch Vorteile gehabt. Sie hätten sonst bei dem Verteilungssystem in der Sowjetunion so etwas überhaupt niemals gesehen. Sie konnten sich die staatlichen Läden angucken. Sie konnten sich noch in den 90er Jahren angucken. Und das, was es auf den Märkten gab, natürlich bei gigantischen Preisdifferenzen. Bei dem Beispiel bleibend noch ein zweiter Aspekt. Dass freie Interaktion auf Märkten, freie Kooperation mit anderen bringt. Sie nutzt oder und macht damit auch offensichtlich Ineffizienzen in einem staatlichen System. Sie klärt die total auf. Bleiben wir mal ganz einfach bei dem Beispiel der Sowjetunion. Warum hat das überhaupt funktioniert? Weil Fliegen massiv subventioniert war. Flugticket haben sie fast geschenkt bekommen in der Sowjetunion. Das ist natürlich Irrsinn. Aber dieser Irrsinn konnte durch freie Interaktion von Menschen immerhin noch zu etwas Nützlichem umgesetzt werden. Nämlich dazu, dass Menschen in anderen Regionen, in denen garantiert keine Südfrüchte wuchsen, etwas bekommen haben. Bei heutigen Flugpreisen, dieser Teil des Marktes ist ausgestorben, können Sie vergessen. Aber Ineffizienzen werden aufgezeigt. Heute würde man, wenn frei Handelnde an Märkten so etwas aufzeigen, wenn sie zeigen, hier funktioniert etwas nicht, wir denken, wir können die Ressourcen so und so einsetzen zu diesen verzerrten Preisen. Heute würde man das Spekulant nennen. Hat man es auch in der Sowjetunion genannt. In einem größeren Rahmen zeigen natürlich Spekulanten, Handelnde immer wieder Ineffizienzen auf. Ein Thema, das heute nicht mein Thema ist, was aber natürlich immer bei allen Liberalismusdiskussionen derzeit mitspielt, ist die Euro-Problematik. Und ich bin mir sicher, oder es ist auch ganz offensichtlich, dass die, die dann von Politikern immer als Spekulanten beschimpft wurden, die die griechischen Staatsanleihen auf die Kurse gebracht haben, auf denen sie waren, oder auch andere Staatsanleihen, auch für das politische System mittel- und langfristig ein gutes Werk getan haben. Sie haben nämlich etwas zum Vorschein gebracht, was sonst noch viel länger gebraucht hätte, bis es zum Vorschein gekommen wäre. Dass diese Methoden der Haushaltsführung, um es mal so zu sagen, die in der EU vorhanden sind, nicht funktionieren können. Also, Menschen auf Märkten, Menschen tendieren dazu, ihre Freiheitsspielräume auszunutzen. Das ist die gute Botschaft. Sie kooperieren in diesem Fall damit. Sie treffen Entscheidungen, sie finden gemeinsame Regeln. Märkte sind somit ein Ort der Freiheit und sie sind ein Ort der Innovation. Dann, Sie sehen hier schon überall das Wort Fortschritt, oder fast überall, jedenfalls geht es überall um Fortschritt hier. Deshalb sind Märkte der Raum, in dem Fortschritt entsteht, in dem Neues ausprobiert wird. Dabei ist das nicht etwa eindimensional. Menschen probieren sehr viele Dinge aus und bei weitem nicht alle funktionieren. Bei weitem nicht alle sind von Nutzen für andere Menschen oder werden von anderen Menschen als nützlich angesehen. Bei weitem nicht alles, was sich Innovation nennt, ist Fortschritt, um es mal so zu formulieren. Fortschritt ist etwas, was sich durchsetzt, weil Menschen glauben, dass sie einen Vorteil dauerhaft durch die Nutzung von bestimmten Leistungen haben. Fortschritt ist dabei nicht nur technisch. Natürlich gibt es neue Autos,
dass neue Flugzeuge, gibt es manchmal sogar neue Flughäfen, wir haben heute Morgen wieder darüber diskutiert, dauert manchmal etwas länger. Gibt es viele neue Produkte, neue Computerähnliches, aber viele der Innovationen, die auf Märkten und freie Interaktion erfinden, sind strukturell, da braucht man gar keine neue technische Lösung dazu. Soziale Netzwerke, neue Formen des Verkaufens, des Verleihens, der gemeinsamen Nutzung von Gütern, all das, wenn es sich durchsetzt, ist Fortschritt. Es ist etwas, wo die Organisationsform und die technischen Formen näher an das herankommen, was die Menschen für richtig halten. Und es ist natürlich auch so, dass sich auf den Märkten auch diese Präferenzen, diese Hoffnungen, diese Chancen, die man mit etwas verbindet, erst herausbilden. Es ist ja ganz oft so, dass man, wenn man ein neues Angebot sieht, was ein Unternehmer macht, vorher überhaupt nicht auf die Idee gekommen war, dass das sinnvoll sein könnte. Oder dass das spannend sein könnte oder dass mir das helfen würde. 90% aller Erfindungen, etwas über 90%, verschwinden wieder nach Markteinführung. Aber nur der Markt, nur die Menschen auf Märkten, ich ertappe mich immer selber dabei, diese Redeweise, die ich eigentlich kritisiere, zu benutzen. Nur die Menschen auf Märkten und Menschen in Freiheit können entscheiden, was gut ist, was sich durchsetzen wird. Jetzt komme ich noch zum Abschluss schon fast zu einem Punkt, der, glaube ich, viel der Kritik an der Marktwirtschaft, der Kritik an Märkten ausmacht und des Charmes, den immer noch für sehr viele staatliche Entscheidungen haben. Und das ist der, bei staatlichen Entscheidungen hat man irgendwie das Gefühl, das ist ein Parlament, wir sind in der Mehrheit, in der Minderheit oder es ist eine Regierung, die beschließt irgendwas und das ist dann irgendwie klar. Selbst wenn man in der Minderheit ist, kann man denken, okay, habe ich mich eben nicht durchgesetzt oder hat sich meine Meinung oder meine Partei nicht durchgesetzt. Und dann wird was beschlossen und dann passiert das. Dann haben wir ein Gesetz. Und dann wird meistens auch noch mal schön erzählt, was dabei rauskommen wird, wozu das eigentlich gut ist, das jeweilige Gesetz. Dann denkt man, aha, das haben die jetzt beschlossen. Märkte sind irgendwie viel geheimnisvoller und komplizierter. Da machen alle möglichen Menschen irgendetwas und man weiß vorher nicht so genau, was rauskommt. Man weiß sehr lange nicht, was rauskommt. Manchmal kommen ganz komische Sachen raus. Manchmal können zum Beispiel Politiker sagen, griechische Staatsanleihen sind sicher. Die werden immer zurückgezahlt. Und trotzdem rentieren die auf einmal mit 40% und haben einen Kurs ganz, ganz weit unter pari. Und dann neigen viele Menschen dazu, zu sagen, die Menschen auf den Märkten, die machen da irgendwas falsch. Die verstehen die Welt nicht. Es ist doch beschlossen worden in Brüssel, dass das alles sicher ist. Und hier sehen wir den Unterschied. Und sozusagen das Psychologische an der Sache ist, dass wir alle gerne an solche Klarheiten glauben. Dass wir dazu neigen zu sagen, wenn da etwas beschlossen wird, das finden wir jetzt ganz toll. Und das wollen wir so. Und wenn dann irgendwas anderes passiert, was wir gar nicht so vorausgesehen haben, dann will ich gerade, wenn ich das Beispiel Griechenland gebracht habe, das war natürlich tatsächlich für jeden halbwegs klar denkende Menschen voraussehbar. Aber es gibt viele Dinge, die tatsächlich nicht voraussehbar sind, Entwicklung. Wir können uns die ganzen Prognosen, wie sich Technologien, wie sich alles möglich entwickelt, über die letzten Jahrzehnte anschauen. Da werden wir uns wundern, wie schlecht die sind und wie gut es uns geht, weil es anders gekommen ist, als diese Prognosen das gesagt haben. Also dieser Unterschied ist aus meiner Ansicht nach wichtig, die Illusion, die staatliches Handeln vermittelt, der Klarheit und der Voraussehbarkeit und die inhärente Nicht-Voraussehbarkeit von Märkten. Trotzdem ist diese Nicht-Voraussehbarkeit letztlich eine Abbildung dessen, von etwas, dem wir nicht entgehen können, nämlich unseres Unwissens über die Zukunft. Wir verfügen nur über ganz unterschiedliche Prognosen, ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Zukunft aussieht. Wir können unsere Zukunft nur auf zwei Säulen stellen. Erstens auf das Ausprobieren von neuen Dingen. Zweitens auf dem immer wieder Testen von Dingen, die eingeübt sind, die wir gelernt haben, die traditionell da sind. Man darf beim Fortschritt und bei der Freiheit, im Übrigen, das ist auch eine Weisheit nicht nur von Hayek, aber die er sehr stark gemacht hat, unser Vertrauen auf Traditionen nicht unterschätzen.
wenn wir traditionelles Wissen, überkommenes Wissen, das wir einfach so in uns haben, nicht nutzen würden, würden wir uns in der Welt überhaupt nicht zurechtfinden. Wir müssen nur die Möglichkeit schaffen, dieses Wissen immer wieder in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. Dass diese Möglichkeit bieten Märkte als Räume freier Interaktion. Deshalb sind Märkte, was das betrifft, allen anderen Mechanismen weit überlegen. Weil alle anderen Mechanismen ein Wissen über die Zukunft voraussetzen, das wir nicht nur nicht haben, sondern das wir prinzipiell nicht haben können. Um den Schlenker zurückzumachen, wenn wir wissen könnten, wie die Zukunft aussieht in bestimmten Details, dann wäre das eine ganz grundlegende Negation auch unserer eigenen Freiheit. Gesellschaften, die wissen, wie es morgen aussieht oder auch nur vorgeben zu wissen, wie sie morgen aussehen, übermorgen oder noch später, müssen notwendigerweise die Freiheit ihrer Individuen einschränken. Denn die Freiheit, freie Individuen haben die Chance, anders zu handeln, sich anzupassen. Zum Abschluss. Wir sind der Markt, ist in einer schwächeren Weise eine Beschreibung. Wir alle haben Freiheitsspielräume. Wir alle können frei miteinander interagieren. Wir alle haben die Möglichkeit, Verträge zu machen, miteinander, uns freiwillig Regeln zu geben. Wir alle haben die Möglichkeit, mit unserem Wertsystem uns der Kooperation, der Konkurrenz mit anderen zu stellen und es in diesem Prozess auch immer wieder anzupassen. Man könnte sagen, niemand kommt so aus dem Markt raus, wie er hineingegangen ist. Märkte verändern, das ist unter anderem eine Erkenntnis, die James Buchanan, der kürzlich verstorben ist, ganz stark gemacht hat. In einer Kritik, die er mal geschrieben hat, zu einfachen Marktverständnissen. Das ist das Beschreibende, wir alle können das. Und Aufgabe der Politik ist es, dass wir alle noch viel mehr der Markt sind. Das heißt, dass wir noch alle viel stärker auf individuelle Freiheit, auf freies Handeln, auf freie Kooperation miteinander setzen. Das hat politische Implikationen. Das heißt zum Beispiel, dass Vertragsfreiheit ist sozusagen das Bindemittel jedes Marktes. An den Orten einer Gesellschaft oder eines Staates, wo Vertragsfreiheit herrscht, ist Markt. Und der ist dort insoweit, als Vertragsfreiheit herrscht. Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen der Einschränkung von Vertragsfreiheit. Könnten wir in Deutschland durchdeklinieren. Und insofern, wie Vertragsfreiheit herrscht, herrscht Freiheit. Es gibt da keinen Unterschied. Das kann man vom Arbeitsmarkt über den Wohnungsmarkt bis sonst wohin. Ziel liberaler Politik muss es also sein, diesen Spielraum der Vertragsfreiheit, diesen Spielraum des Marktes zu verteidigen und möglichst auszuweiten, möglichst neue Felder zu finden oder Felder, die schon einmal da waren, wo wir Vertragsfreiheit haben, wo wir also denken, wir müssen Preise, Leistungsinhalte, Struktur der Waren, alles Mögliche, muss in keiner Weise vom Staat vorgeschrieben werden, sondern muss von freiwillig miteinander interagierenden Individuen miteinander vereinbart werden. Und jetzt komme ich ganz zum Schluss. Ich gebe mir noch 5 Minuten zu einer. Ich dir auch. Danke. Zu einer Bemerkung, die sozusagen sich auf einen der beiden Nachredner nach dem Mittagessen bezieht. Es gibt eine Tendenz in Deutschland, die Marktwirtschaft in der Form kritisiert, dass dort alle Menschen anonymisiert werden, dass sie sozusagen entindividualisiert würden auf dem Markt in Freiheit. Das Ergebnis unserer Marktwirtschaft wäre, dass alle nur noch irgendwelche Objekte in spieltheoretischen Modellen seien und so weiter. Diese Tendenz ist erstens falsch und zweitens ist sie gefährlich für die Freiheit, weil sie 2 Denkfehler macht.
Und der erste Denkfehler ist der, dass die Gegenüberstellung zu dem, was auf dem Markt passiert mit entindividualisierten Marktteilnehmern, wo andere dann versuchen, deren Optionen zu berechnen und danach zu handeln, dass die Alternative vollkommen unklar ist. Die Alternative sind ja offensichtlich zwei Arten von Bindungen. In der konservativen Denkweise ist es sondern die reine Bindung an Tradition, also ich mache das, was ich immer gemacht habe und je weniger ich darüber nachdenke, desto besser, denn dann stößt mir nicht negativ auf, dass andere die Sache vielleicht anders sehen und dann wird schon alles funktionieren. Das ist die Konservative. Bitte bei allen, die sich als Konservative sehen, für Entschuldigung, aber es ist eine nicht ganz falsche Zusammenfassung dessen, wie darüber gesprochen wird. Die zweite ist eher die nennen Sie mal die Sozialingenieurs-Sichtweise, die natürlich auch verbreitet ist. Und in der geht es irgendwie darum, dass die Menschen lieber nicht Rädchen auf einem Markt, wo sie der Profitgier ausgeliefert sein sollen, sondern lieber Rädchen in einem umfassenden Wohlfahrtsstaat sein sollen, indem sie mit den Anreizen dann das machen, was gerade für die Erhaltung der Gesellschaft erwartet wird. Vom Kinderkriegen bis zum Gesundleben. Es fällt noch vieles ein, wenn wir mögen. Ja, das ist die andere Sichtweise, wo entweder staatliches, massives Eingreifen in die Lebensplanung der anderen oder Stärkung von Traditionen, von traditionellen Rollenbildern wichtig sind und dem Markt gegenübergestellt werden. Beide beanspruchen irgendwie eine moralische Überlegenheit. Und diese moralische Überlegenheit ist nicht da, weil eine moralische Bewertung, eine moralische Wertschätzung von Handlungen, von Handelnden und ihren Handlungen ist nur dann sinnvoll, wenn sie ihre Entscheidungen in Freiheit treffen, wenn sie Optionen haben. Und das haben sie in diesen beiden anderen Modellen nicht oder nur in geringerem Maße als auf einem Markt. Wir können Dinge nur dann bewerten, wir können zum Beispiel solidarisches Handeln nur als solidarisch positiv bewerten, wenn die Menschen die Wahl haben. Dafür, dass sie in das solidarische Gesundheitswesen, wie es oft verbrämend genannt wird, einzahlen, können sie nicht moralisch wertgeschätzt werden. Weil sie haben keine Alternative. Es ist in Deutschland schwieriger, Sozialbeiträge nicht zu bezahlen, als Steuern nicht zu bezahlen. Das ist schon schwierig genug. Und sie haben also keine Wahl. Und wer keine Wahl hat, hat keine Freiheit. Und moralisches Handeln kann sich deshalb nur in einer Atmosphäre, einer Umgebung der Vertragsfreiheit und der Freiheit zeigen. Und deshalb ist das Eintreten für Märkte gleichzeitig auch ein Eintreten für die moralische Autonomie der Individuen. Nicht nur für die moralische Autonomie der Individuen, sondern auch für die Weiterentwicklung unserer moralischen Vorstellungen, für moralische Diskussionen, für moralische, ethische Antworten auf Fragen, die wir kennen oder auf Fragen, die sich uns neu stellen. Nun ist zwar nicht, wie Frau Merkel sagte, das Internet, wie hat sie genau gesagt, eine neue Entwicklung? Neuland hat sie gesagt. Aber natürlich tun sich zum Beispiel mit sozialen Netzwerken, mit dem Internet, Fragen auf, die tatsächlich neu sind und die einer Beantwortung harren. Und die letztlich nur im Wettbewerb der Regeln, im Wettbewerb der Institutionen, in der offenen Diskussion gelöst werden können. Und ich bin gerade, was das betrifft, sehr im Zweifel, wie viel überhaupt staatlich gesetzte und mit dem Anspruch auf ein Machtmonopol durchgesetzte Regeln, welche Rolle die überhaupt spielen können. Gerade bei der Struktur von Internet und vor allem von sozialen Netzwerken. Ergo ist ein Eintreten für den Markt, ein Eintreten für die Freiheit. Und wir sollten mehr darüber reden, dass wir für die Freiheit eintreten, als dass wir wollen, dass der Markt etwas entscheidet. Wir sollten immer die Sprechweise sagen, wir wollen, dass die Menschen das entscheiden. Und zwar in ganz unterschiedlicher, vielfältiger Weise. Wir wollen, dass Menschen nach ihren Präferenzen, nach ihren moralischen Werten, nach ihren Interessen miteinander Probleme entscheiden und dass nicht andere sie für sie entscheiden. Wir sind jetzt wieder bei Jonathan Gallibal in einer gewissen Weise. Wir vertrauen einzelnen Menschen. Wenn wir sagen, wir favorisieren den Markt als Raum der Interaktion und wollen den Staat nur für ganz eng beschränkte Aufgaben, dann ist das ein Zeichen, dass wir den Menschen, den einzelnen Menschen und uns selbst vertrauen, dass wir unsere Probleme besser lösen können als alle anderen Institutionen. Und so sollten wir reden.
und dann den Markt nur als sozusagen als Ort dieser moralischen Autonomie, der moralischen Entscheidung, der Weiterentwicklung von Präferenzen betrachten. Und ich denke, dann haben wir einen kleinen Pluspunkt gemacht in der öffentlichen Diskussion, als wenn wir immer nur sagen, der Markt soll entscheiden. Wir sollen entscheiden. Und zwar nicht wir alle zusammen, sondern wir alle als Einzelne, aber miteinander. Dankeschön. Ja.